Hallo und willkommen zu einem besonderen Pickup-Video. Ja, ihr habt es im Intro gesehen, es geht um Final Fantasy. Jetzt am 29. Februar, eigentlich einen besonderen Tag, denn der 29. Februar, wie oft gibt es den im Jahr oder überhaupt? Alle 4 Jahre. Somit ist das ein besonderer Tag und dort wird Final Fantasy VII Rebirth, der zweite Teil dieser Remake-Trilogie, wie es momentan ist. Es wurde in 3 Teile geteilt. Der Klassiker Final Fantasy VII wird an dem Tag veröffentlicht. Ich und mein Bruder haben die Special Edition vorbestellt und noch eine Steelbooks Deluxe Edition. Ist natürlich noch nicht da, weil ich das hier vorher aufnehme. Zum Jubiläum, sozusagen zum Release, wird mein Pickup-Video mit Final Fantasy-Sachen, die ich inzwischen letzten halben Jahr angesammelt habe, werden dort jetzt gleich präsentiert. Und ich bin echt glücklich, euch diese richtigen Highlights zeigen zu können, die so meine Sammlung erreicht hat. Und ein Teil auch von meinem Bruder, aber das meiste ist von mir. Irgendwie hat mich Final Fantasy seit längerem wieder fasziniert. Und somit habe ich mir auch für meine persönliche Sammlung, teilweise hatten wir es schon in der Sammlung, weil mein Bruder es hatte, oder ich habe ein paar Kuriositäten mir besorgt. All das habe ich jetzt hier liegen und das zeige ich euch jetzt gleich alles. Und deswegen dreht sich dieses Pickup Games Video nur um Final Fantasy. Hauptaugenmerk Final Fantasy VII. Und damit möchte ich gleich anfangen und ich zeige euch auch gleich ein echtes Highlight. Ich habe es hier in Papierform. Anders kann man es nicht sagen. Und zwar da. Und zwar ist das, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein Poster. Das hat wohl mal auch gehangen. Und wie ihr seht, ein geniales Final Fantasy VII Poster. Das ist ja hier Crash Bandicoot 2. Auf der Rückseite ist es natürlich so ganz vorsichtig, denn das ist auch schon sehr viel älter, als es aussieht. Das ist zum Release damals, das muss so in den 90ern gewesen sein oder um die 2000er herum. Ich gucke gleich mal aufs Datum. Es steht hier ein Datum bei Crash Bandicoot, ist 97. Das heißt, um 97 herum Final Fantasy VII, der Klassiker für PlayStation 1. Hier in einem wunderschönen Plakat. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das habe ich über Kleinanzeigen erworben. Das ist übrigens ein Werbeposter. Das ist kein Magazinposter. Es hat also keine Nipse drin. Das ist ein Werbeposter, was, wenn ich es richtig mitbekommen habe, an die Geschäfte ging damals. Das hing dann aus und hat das beworben in den Geschäften. Hier möchte ich jetzt auch noch mal gleich mal allgemein ein bisschen drüber quatschen, über Plakate, über Werbeplakate. Werbeplakate, da gibt es auch so einen kleinen Mythos teilweise, ob es, was gerade auch in Kinoplakaten sich abgezeichnet hat. Und zwar, ihr seht, das ist gefaltet. Und ich beziehe es jetzt auch mal auf Kinoplakate. Ihr kennt das ja auch, Kinoplakate, die ihr aushang gesehen habt. Da gibt es auch sehr viele und die sind oft gerollt. Und viele meinen den Unterschied, sobald das Kinoplakat so geknickt ist, ist es kein Plakat mehr zum aus Kino, sondern zur Videothek damals gewesen. Ne? Also das stimmt nicht. Es gibt in den, und so ist es übrigens auch beim Gaming, also es war so, dass am Anfang wirklich, also in den 60ern, 70ern, da gab es keine gerollten Poster. Das war selten. Da war es genau umgekehrt. Da wurde das alles geknickt, denn mit der Post oder mit dem Paketdienst war das einfacher so zu verschicken. Deswegen sind viele alte Kinoplakate nur geknickt. Dann irgendwann hatte sich das, warum auch immer, eingebürgert. Ich sag mal so ab die 90er bis heute auch, dass sie oft gerollt gekommen sind. Das heißt, dadurch hat man gar keine Knicks. Das war vielleicht auch mit den Kästen zu tun, mit den Aushangkästen, die beleuchtet waren, da wo Knicks natürlich sehr komisch aussehen. Das wollte man vermeiden. Aufgrund dessen wurden die dann so veröffentlicht. In der Videothek war dann vorrangig später, weil die Plakate ja geklebt wurden, da gab es mit Teaserfilm zerschnitten und sonst was, hat man hauptsächlich dann, wie soll ich sagen, Plakate genommen. Eben halt geknickt und so wurden die dann da ausgeliefert. Klar, das steht dann ja auch manchmal drauf für die Videothek oder so, aber im Endeffekt ist es so, dass wirklich original viel mehr geknickt wurde als gerollt.
Und ähnliches ist es bei den Werbeplakaten. Ich habe auch Werbeplakate, zum Beispiel vom Waffenmesshuch. Die sind gerollt, die sind so geliefert worden, aber im Endeffekt sind auch sehr viele so geknickt gewesen. Also damit kann man nicht unbedingt sagen, Repro oder das war ein Magazin drin. Kann durchaus auch sein. Ich bin mir da nicht sicher. Es wurden auch diese Werbeplakate manchmal Magazin beigelegt, Spielemagazin oder in dem Sinne zum Beispiel dem PlayStation Magazin. Kann durchaus auch gewesen sein. Das war jetzt nicht eingeheftet, das würde man hier dann sehen. Aber wenn ihr hier jetzt seht, diese Bruchkanten, die durchs Knicken entstehen, die würden sich in einem Leuchtkasten schlecht machen und deswegen hat man eben halt die dann später gerollt. Ja, gut, okay, ich hoffe, ich habe euch das verständlich erklärt. Auf jeden Fall habe ich hier ein wunderbares Poster von Final Fantasy und ich kann aber auch sagen, es war nicht so günstig. Also ich habe etwa über 20 Euro bezahlt für das Plakat. Noch mit einem weiteren Plakat, aber das passt nicht in diese Sendung. Ja, was wäre in Final Fantasy 7 nicht ohne das Original? Ich habe mir nochmal Final Fantasy 7 als Original gekauft in der Platinum-Fassung. Und jetzt denkt ihr, warum Platinum-Fassung? Es ist doch nur die Platinum-Fassung. Ja, mir war wichtig, dass ich diese Fassung auch nochmal habe. Ich selbst habe die Schwarzfassung nicht. Die hat nur mein Bruder. Wahrscheinlich werde ich mir sie auch nochmal zulegen, aber es ergab sich so. Denn ich bin so ein bisschen auf dem Promo-Trip, also PlayStation 1, 2, 3, Xbox 360 und so weiter, Promos, vorlieben meistens bei Xbox, bei PlayStation gelandet, aber deswegen hat mich dieses Spiel gereizt, denn neben den normalen Discs, das sind natürlich diese Silber-CDs und dem schönen Handbuch, fällt mir genau die Disc, um die es geht, gerade runter, was nicht geplant war. Die ist aber heil geblieben. Mir ist schon mal eine runtergefallen, leider zerbrochen. Aber es ging mir um diese Disc. Die Promo. Denn da ist eine Promo dabei von Final Fantasy 8. Und ich bin jetzt da nicht sicher, aber es soll so ein bisschen abgeschlossen sein. Es soll als Promo eben mal programmiert worden sein und so ein bisschen Unterschiede aufweisen, hat man mir gesagt. Ich nehme jetzt da keine Verantwortung. Und das hatte mich so jedenfalls gereizt. Das will ich nochmal in Ruhe ausprobieren. Das ist für die PlayStation 1 eben halt die Promo. So, stellen wir uns hier hin. Es geht um Final Fantasy 7. Na, da. Also in dem Sinne, deswegen habe ich mir das zugelegt. Was habe ich da bezahlt? Es war auch bei Kleinanzeigen so um die 20 Euro. Also der Zustand ist auch sehr gut. Das gut, ich habe mir gesagt, ein Nipsel war weg, deswegen fiel mir das leider gerade runter. War nicht geplant, aber ja. Passiert. Aber deswegen wollte ich das haben, weil da eben halt diese Promo bei ist. Die ist nicht in der normalen Edition gewesen. Ja, und deswegen wollte ich die auch haben. Das ist so das Schöne an den Unterschieden, dass eben halt auch Platinum eben halt nicht nur eine abgedatete Version beinhalten kann, sondern eben halt auch diese Promos. Oder dass es zwei Auflagen gibt, wie bei Metal Gear Solid. Da gibt es in der Schwarzauflage, also sprich die normale Erstauflage, auch in zwei Auflagen. Einmal mit der Silent Hill 1 Demo. Beziehungsweise das ist das Demo-Video und ohne. Aber egal, das ist auch ein anderes Thema. Ich bin so am Reden, dass mir schon die Spucke wegbleibt. Deswegen habe ich einen kurzen Break gemacht und mir ein Glas Wasser besorgt. Leider nicht in einem Final Fantasy-Glas, das hätte ich gerne. Ich muss so ein Bacardi-Werbeglas nehmen. Aber egal. So, jetzt kann ich wieder besser sprechen. Und zu Final Fantasy 7, ich will versuchen erstmal, dass ihr werdet sehr viel zu Final Fantasy 7 sehen. Ich habe mir auch gekauft, weil irgendwie für meinen Sammler wollte ich es auch haben. Ich habe die für 30 Euro bekommen, bei Kleinanzeigen, inklusive Versand. Inzwischen wird die sogar teurer geworden. Nochmal die Deluxe Edition von Final Fantasy 7 Remake. Wollte ich auch in meiner eigenen Sammlung haben. Ich bin, wie gesagt, mein Bruder und ich haben eine gemeinsame Sammlung, aber so ein bisschen, ein paar Titel wollen wir getrennt haben. Diese Edition habe ich gekauft, wie gesagt, da war alles auf den Bildern drin. Als ich es dann aufgemacht habe, und ihr seht es jetzt hier, ich hole alles hier draus, was hier drin ist, in dieser wunderschönen Special Edition. So werde ich mal hier hinten mit hinlegen, das braucht man da nicht. Da ist dabei gewesen ein Mini-Soundtrack. Den lege ich davor. Dann ein Deluxe Edition Artbook, auch sehr, sehr schön. Weil auch hier diese, ja, wie soll man sagen, ich will mal Charakterdesigns haben.
Na komm, Hauptfigur hier zum Beispiel von tiefer Charakterdesign, wie es also eben CG-mäßig ist, dann wie man die Kostüme und so weiter, wie man so ein bisschen die Designs entworfen hat nochmal oder abgegradet hat in dem Sinne. So, das war eben halt dabei. Mach das mal ein bisschen anders. Das fällt mir alles um. Und warum ich es auch haben wollte, war dieses wunderschöne Steelbook hier mit Sephiroth drauf. Hier drin ist nochmal Cloud und die Stadt. Richtig cool. Das war dabei und ihr merkt jetzt, irgendwas fehlt doch da. Ja, so ging es mir auch. So ging es mir auch. Denn ich merkte dann, obwohl es angegeben war, das Spiel fehlte. Also habe ich den Betreffenden angeschrieben, gefragt, sag mal, wo ist denn das Spiel? Du hast es doch mit Spiel verkauft. Ja, das ist doch im Steelbook drin, sagt er zu mir. Ich sage hier, nee, 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 hier, da ist es nicht. Ja, und dann hat der Betreffende nachgeguckt und, oh, mein Sohn hat das noch bei seiner PlayStation liegen gehabt. Ja, dann hat er mir eben halt das dann separat zugeschickt. Und ich habe dann die Edition mit den zwei Discs bekommen. Ich habe extra gesagt, da sind zwei Discs drin. Bitte darauf achten, falls du noch eine PlayStation ist. Ich will ja dann auch alle nochmal sicher gehen. Und so habe ich sie bekommen. So. Wo packen wir das denn dahin? Aber das Witzige war, da war noch eine Überraschung dabei, die er wahrscheinlich nicht mal wusste. Denn unter einer Disc, unter der einen Disc von Final Fantasy lag nur die Disc von Final Fantasy 15. Ja, habe ich am Bonus Final Fantasy 15 bekommen. Das Interessante ist, ich habe auch gemerkt, also hier, ich versuche es mal aufzuklappen, dann spiegelt das nicht ganz so. Hier seht ihr den Hauptcharakter auf der Disc. Interessanterweise ist diese Bedruckung nur in der Deluxe Edition. Die normale Edition hat nur den Schriftzug. Das heißt, das ist die Disc der Deluxe Edition. Der Betreffende wird wahrscheinlich die Deluxe Edition jetzt unten alles haben. Ich habe ihn versucht anzuschreiben, habe keine Antwort bekommen. Ich werde es vielleicht nochmal machen, faires halber, weil er war ja auch so fair, mir das ohne weitere Kosten, die ich erstatten musste, zuzuschicken. Ja, auf jeden Fall, ja, wie kann man sagen, habe ich Final Fantasy 7 jetzt in der Edition dann bekommen. Gut, bevor wir da noch weitergehen, Final Fantasy 7, ich habe noch mehr an Games zu Final Fantasy 7 und zwar, ich sagte ja, ich bin auf dem Promo-Trip, also habe ich auch nochmal hier von Final Fantasy 7 Remake die beiden Promo-CDs. Habe ich mir auch, ja, habe ich auch erworben und gleichzeitig habe ich hier nochmal eine wunderschöne Promo, also da gibt es auch kein Cover, die sind wirklich so nur ausgegeben, aber hier zu dieser PlayStation 2 Promo, da gibt es ein Cover und zwar ist das Dirge of Severus, ein erweitertes Game sozusagen, ein Game im Final Fantasy 7 Universum. Hauptfigur ist dort eben halt Vincent, der ja, Vampir. Und Yuffie ist auch dabei und auch die anderen tauchen ganz kurz auf. Und das Spiel ist echt klasse. Man unterschätzt es. Also hier ist auch nur die Disc drin und hier so ein bisschen Anleitung, Taschentuch bzw. ein Stück Klopapier. Unbenutzt zum Schutz der Disc. Auch richtig schön. Das Spiel ist mehr so ein Ego-Shooter oder Third-Person-Shooter. Ist aber richtig gut. Also die Geschichte ist auch richtig toll. Man besucht auch Orte, die man zum Beispiel auch im Remake auch besucht. Also in dem Sinne, beziehungsweise nicht nur im Remake, sondern auch in Crisis Core in dem Spiel. Da, Crisis Core Final Fantasy 7 ist ein weiterer Ableger, der kam für PSP raus. Inzwischen ist er auch geremaked oder remaked worden. Eine Mischung aus beiden, nicht ganz so geremaked wie jetzt das Final Fantasy 7. Und dazu haben wir auch das Lösungsbuch in Deutsch erworben. Das hat mein Bruder gekauft, das ist nicht meins jetzt. Das Spannende bei dem war, nicht nur, dass er noch ein paar PSP-Spiele günstig dazu gekauft hat, die wir aber hatten, deswegen sind die auch nicht so wichtig. Man bundelt ja, sondern dass das hier, ich glaube, wir haben keine 15 € bezahlt und das Ding wird weitaus teurer gehandelt.
und auch ein sehr entspannender Ableger. Er dreht sich um Zack, der jetzt ja auch in 7 eine andere Hauptrolle spielt als im Original. Ich weiß noch nicht, welche in diesem Rebirth das da sein wird. Er taucht auf, es gibt Rückblenden oder ist das doch alternativ? Ich weiß es nicht. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber ihr seht schon, Final Fantasy ist sehr vielseitig. Gerade der 7er Teil. So, und mit dem 7er Teil möchte ich natürlich auch weitermachen. Ich sagte PSP-Spiele kamen dabei. Es waren aber auch 2 PSP-Filme dabei. Und ein Film, der ist rein für die Sammlung. Und da ist auch nur die UMD drin, die PSP Final Fantasy VII Advent Children, auch eine tolle Geschichte, die ja nach Final Fantasy VII, nach dem Spiel spielt und auch richtig toll animiert ist, richtig gut. Und das Schöne sind zum Beispiel auch die Sprecher, besonders die Tiefer-Sprecherin, die Sandra Schad, die spricht ja auch Tiefer jetzt im Final Fantasy Rebirth und Remake. Also richtig gut. Da kam also noch einmal ein Film hinzu. Packe ich mal darauf. Auf dem Poster kann man es nicht sehen. Und der Film, den habe ich mir auch nochmal auf DVD gekauft. Unter anderem, ich habe ihn auf Blu-ray bereits gehabt, aber auf DVD habe ich mir nochmal gekauft, denn ich wollte ihn im Steelbook haben. Das Steelbook ist wirklich schwer zu finden in einem sehr guten Zustand. Ich habe es in einem guten Zustand hier. Das ist die Limited Edition 2-Disc. Ich habe leider online verpasst. Es gab auch irgendwie ein Werbeposter noch mit einer Edition, was man mal kaufen konnte. Das habe ich leider verpasst. Die Sache... hier kommt das auf 2 Disc und es ist ein Flyer dabei, der Advent Children bewirbt, beziehungsweise auch noch andere Mangas. Aber der Flyer, auf den kam es mir auch an, dass die Edition, wenn ich es kaufe, dabei hat. Ihr seht hier Sephiroth im Steelbook und das macht sich richtig gut in der Sammlung. Es ist rein für die Sammlung, denn der Film ist in Blu-ray richtig gut zu sehen. Und ja, wie gesagt, Advent Children hier in dieser Edition. Und ich habe ihn mir noch einmal gekauft als Steelbook, denn es gibt die noch in der Single-Edition. So, hier ist sie. Die Single-Edition. Da zeige ich euch auch gleich noch die Unterschiede. Denn, abgesehen von einer Disc und keinem Flyer, könnt ihr sehen, die Unterschiede, der Aufbau ist anders. Die Figuren sind bei der Single etwas größer. Und auch hier hinten ist der Aufbau etwas anders. Ich werde noch mal ein Foto davon machen, das ist direkt nebeneinander liegend. Das ist dann vielleicht etwas einfacher. Aber ihr seht, hier ist die Edition auch so ein bisschen angegriffen. Man muss gucken, auch hier am Spine, das ist nur geklebt. Hier ist es nicht sauber geklebt, hier habe ich so eine kleine Luftwelle drin. Naja, was lässt sich nicht ändern. Aber auch hier ist der Unterschied, keine Innenbedruckung. Rein eine Disc, rein von außen, somit macht das sich in einem Steelbook-Rahmen, vielleicht von dem lieben Manuel von Sammlerschutzhöhlen, macht sich das gut. Ich bin noch überlegen, das aufzuhängen, gerade dieses hier, dadurch, dass ja oben hier nicht Limited Edition 2 Disc steht und die Figuren etwas größer sind, sind auch von Farbe etwas anders, aber ja, ich musste das in meine Sammlung aufnehmen. Und passend dazu gibt es noch eine Version, die ich abgedatet habe. Und zwar haben wir gesehen, dass bei Amazon 4K Blu-rays ganz, ganz günstig waren. Wirklich günstig. Ich glaube für fast 10, 12 Euro. Und da haben wir dann zugelegt. Die sind auch noch sealed. Weil wir es dreimal haben. Ne? So in dem Sinne. Final Fantasy VII Advent Children, der Director's Cut. Denn das ist nur die normale Edition. Den gab es nochmal erweitert, auch in Deutsch synchronisiert natürlich komplett. So, und dann gab es noch mal die Version für, ja, kann man so sagen, für 4K UHD. Und auch ähnlich gab es Final Fantasy, die Mächte in dir. Jetzt weiche ich ein bisschen ab, denn das meiste, was, oder ich habe euch jetzt alles eigentlich fast gezeigt von Final Fantasy 7, fast alles, kommt noch ein kleiner Teil, aber ich muss das schon, egal. Ich krieg sowieso nicht alles hier auf dem Tisch. Also in dem Sinne, lasst euch da das gesagt sein. Final Fantasy, die Mächte in dir ist ja eine eigenständige Geschichte, hat mit Final Fantasy 7 in dem Sinne nichts zu tun. Es ist ja so, dass Final Fantasy jeder Teil eigentlich für sich steht, nur das Universum, das Grunduniversum Ähnlichkeiten aufweist. Also es geht immer bestimmt um Kristalle und Art der Zauber, die Espen oder die Guardian Forces sind identisch.
So, das eher in dem Sinne. Naja, und in dem Sinne, hier gab es einen Kinofilm, der ist nicht so erfolgreich gewesen an der Kinokasse, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn ich im Original sprich, glaube ich, Sandra Bullock oder Ben Affleck, also oder beide, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall bekannte Sprecher im Original, bei uns ganz gut synchronisiert. Nee, bei uns war es die deutsche Synchronstimme von Sandra Bullock, die die Hauptfigur gesprochen hat. Deswegen war ich mal dran. Auf jeden Fall auch bekannte Sprecher im Englischen und ja, ein Film, der so in der Sammlung einfach sein muss als Final Fantasy Fan. So, packe ich jetzt da drunter. Final Fantasy 7 soll ein bisschen dominieren, was schwierig ist, sage ich euch ganz ehrlich. Denn ich kann euch jetzt noch mal ein bisschen andere Sachen zeigen. Und zwar, ich habe auch einen Werbebundle erworben, günstig von da hat einer Werbematerial verkauft, das lag wohl auch mal in Geschäften aus, gratis, aber das habe ich jetzt für ein Abo und Ei gekriegt und auch einiges doppelt, und zwar zu Final Fantasy 14. Das ist das Online-Spiel, was man auch wirklich nur online spielen kann, aber im Endeffekt gibt es schon schöne Sachen zum Sammeln. Ich habe hier einen ganzen Batzen Demo-CDs und es gibt da Unterschiede. Hier haben wir zum Beispiel Irelium Reborn, das ist der so ein Add-on, kann man sagen. Seht ihr hier eine schöne Disc, das habe ich zweimal. Dann habe ich hier einmal, die habe ich nur einmal, diese Version, könnt ihr gleich online sehen. Das ist allgemein die Version mit dem Heavens Ward Add-on. Ihr seht. Und die gleiche Version fast, aber ohne diesen Add-on. Ne? Und hier ist sogar die kostenlose Demo auch möglich für PlayStation 3 und PlayStation 4. Das habe ich, das habe ich nur zweimal. Das andere mit dem Heavensboard, das habe ich hier noch ein paar Mal. Also ich werde die auch abgeben, denn ja, ich brauche sie nur ein oder zweimal in meiner Sammlung. Mehr noch, da brauche ich die gar nicht. Aber wie gesagt, das Bundle hatte das auch alles umfasst. Und hier seht ihr auch noch mal diese Testversion, auch richtig schick mit dem Cover. Ja. Diese ganzen Discs, ich glaube, ich habe einen Zehner für all das Material bezahlt, denn was ich richtig cool fand, sind hier drei Schlüsselbänder. Das fand ich richtig cool. Ich stehe auf all so einen Schnickschnack hier mit Rhythm Reborn. Nee, Quatsch. Ich zeige euch das schwarz und ich gucke mir das Logo an. So, da seht ihr das. Also ein schönes Schlüsselband. Lege ich mal dorthin. Dann hier auch mit dem Add-on Heavensward, auch richtig schön ist das schön, auch sehr unterschiedlich gemacht und so weiter, und den finde ich richtig schick, nämlich hier so im Retro-Style-Look die Charaktere, ich gucke mal, wie man es erkennen, ich hoffe, das kann man so erkennen, auch richtig schick. Naja, die waren damit drin, damit war es auch nicht genug, es gab da auch noch einmal ein, das war so ein kostenloses PC Games Magazin, was so ein bisschen das Spiel so mit Tipps und Tricks beleuchtet. Ich habe jetzt nicht so viel Platz hier, deswegen werde ich das jetzt erstmal wieder zur Seite legen. So, dann habe ich hier eine Menge Flyer gehabt und Karten und so weiter. Das sind diese Werbeflyer, die auslangen. Ich werde die jetzt nicht alle hervorheben. Ich habe jetzt hier ein Irelium Reborn Pin, so mit dem Drachen drauf, fand ich auch richtig klasse. Und der schicke Teil, der kommt gleich noch. Und zwar Final Fantasy 7, hier habe ich so einen wunderbaren Flyer, der auch mal zu dem Remake rausgebracht wurde, richtig cool. Ja, das passt jetzt hier oben nicht drauf, deswegen lege ich das jetzt hier wieder zur Seite. Aber auch in dem Bundle war richtig cool. Das finde ich, ich stehe auf diesen ganzen Schnickschnack, ihr wisst es. Ich hätte am liebsten auch gerne ein T-Shirt von Final Fantasy angezogen, aber ich habe keins. Und hier auch ein schöner Sticker, der ist richtig klasse mit dem Logo. So richtig schön klassisch vom Final Fantasy 14. Richtig toll. Und dann waren hier noch von Irelium Reborn zweimal, der gleiche Sticker mit dem Cover, auch richtig toll. Sowas finde ich richtig klasse.
Den Sticker finde ich auch Hammer. Und zweimal, deswegen wiederhole ich das, jetzt zeige ich das nicht doppelt, aber und zwar Lightning von Lightning's Return, Final Fantasy 13. Auch ein richtig cooles Game, kann ich auch nur empfehlen. Macht auch richtig Spaß. Ja, habe ich hier jetzt in der Glassichtfolie getan, damit die nicht kaputt gehen. Muss ich leider zur Seite nehmen, weil ich nicht den ganzen Platz da. Es kommt ja noch zu viel. Ja, also ich liebe diesen Merchandise-Kram in Final Fantasy, da muss ich zuschlagen. Wird nicht alles in meiner Sammlung bleiben, ich gebe einen Teil ab. Vielleicht mache ich auch noch mal eine... aber da müsst ihr über meine Facebook-Seite erstmal beobachten. Ein bisschen, dass ich überlege, so ein kleines Gewinnspiel mit Zug auf Merchandise, so ein bisschen zu Final Fantasy zusammenzustellen. Ich muss es aber erstmal sehen, dass sich das lohnt, denn irgendwie, ja, ich bin noch am Sortieren. Aber also im Augenmerk behalten, ich arbeite dran. Genau, so. Und wenn sich zusammenkommt, es muss aber auch was zusammenkommen. Also ich möchte nicht nur eine Disc verlosen, das finde ich schade. Also ich arbeite dran. Ich hoffe, es klappt. Gut, anderer Schnack. Ich habe natürlich noch andere Final Fantasy Sachen mir zugelegt. Wo wir bei Final Fantasy 15 waren, wo ich ja nur die Disc hatte, da gab es ja nicht nur das Spiel und irgendwie hat mich das dann gereizt. Ich habe mir das Spiel zweimal gekauft. Ja, zweimal. Und zwar einmal in der Final Fantasy 15 Special Edition. Das ist aber die Steelbook Edition. Gerade wegen dem Steelbook hat mich das gereizt. Kommt in so einem Plastikschuber. Ich fand das richtig toll. Also hier drin auch mit den Hauptcharakteren und noch so ein bisschen Schnickschnack an Prospekten und so weiter zu Final Fantasy, so ein bisschen Codes, ob die sind die männlichen Hauptcharaktere und hier hinten haben wir Luna Freier und den König, glaube ich. Egal, ich bin nicht ganz mit allen Namen da vertraut, das Spiel habe ich nur so ein bisschen beobachtet, wie mein Bruder es gespielt hat, aber ich habe dieses Steelbook echt toll empfunden und sehr, sehr günstig bekommen. Auch das ist ein bisschen im Preis steigen, denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, das war das Steelbook, was exklusiv bei Saturn nur erhältlich war. Ja, also auch richtig klasse. Und nochmal einen Schluck trinken. Dann habe ich mir noch zugelegt, das ist auch eine Special Edition oder Deluxe Edition, auch in einem Schuber. Hier, den nehme ich mal kurz ab. Und zwar mit diesem wunderschönen Steelbook. Ich fand es auch richtig klasse. Da hier drin ist dasselbe Gedüns. Und hier seht ihr die Disc. Da war die bedruckte Disc. Das heißt, der Betreffende, der diese Disc, die ich hier lose hatte, hatte diese Disc sich gekauft. Die zweite Disc ist übrigens dieser Film, der 3D-Animationsfilm Kingslave. Eine Geschichte oder Vorgeschichte. Jedenfalls, ich habe ihn nicht mehr so im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ich muss ihn mal wieder angucken. Erzählt. Und der ist in dieser Deluxe-Edition dabei. Und dieser Special Edition, ich gucke jetzt nochmal, glaube ich, war nicht dabei. Nein, hier ist ja auch nur eine Disc. Also hier ist nur rein das Spiel. Ach ja, und hier könnt ihr sehen, ähnlich wie die Standard-Edition, kein Logo. Hier könnt ihr die Unterschiede erkennen zwischen den beiden Editionen. Habe ich so nicht gewusst. Ich erst durch Nachforschen. Ja, das heißt, der Betreffende hat diese Deluxe-Edition gehabt. Genau. Also richtig schön Steelbook. Und die schwankt auch im Preis. Dadurch, dass die Saturn exklusiv war, aber viele haben sie jetzt auch am Abgeben. Also in dem Sinne kann man sie sehr günstig bewerben. Ich habe sie, glaube ich, bei kleinen Zeit für einen 10er bekommen. Ähnlich wie auch das hier habe ich auch für einen 10er. Ich finde das richtig schick. Also das macht Final Fantasy aus, auch zu sammeln, was man richtig schicke Elemente bekommt. Ja, und Steelbook und richtig schöne Elemente. Jetzt haben wir das nächste, das ist noch sealed. Ich habe es nicht ausgepackt. Und das steigt im Preis, das ist teuer geworden. Und zwar ist es der Film Kingslave im Steelbook. Und dazu sollte man sagen, der normale Film ist nicht teuer als normale Blu-ray. Das kostet Chris für einen 10er oder so mittlerweile. Der ist das Vielfache. Hier haben wir auch, ihr könnt sehen, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wunderschönes Cover. Hinten nicht so viel. Also, ja, wie soll ich sagen, ein wunderschönes Steelbook. Es ist noch sealed. Ich habe es nur in der Schutzhülle noch zusätzlich gepackt. Das Besondere ist,
an dieser Edition, sie enthält die Animationsserie. Es gibt nicht nur einen 3D-Animationsfilm, sondern auch eine 3D, eine Animationsserie, gezeichnete Brotherhood Hand Thieves zu Final Fantasy 15. Und die ist hier exklusiv drauf. Die ist nicht auf der Standard drauf. Und deswegen wollen mein Bruder und ich die haben. Mein Bruder hatte das irgendwie völlig verdrängt und hatte das vergessen. Wir hatten sie nämlich mal und dann haben sie mir sie meiner Schwester überlassen. Und ja, so kommt eins zum anderen. Man hat was Besonderes. Ja, so haben wir auch jetzt zu Final Fantasy 15 eine ganze Menge Stuff. Ja, und ihr seht, es geht weiter. Also ich habe hier noch Sachen zu Final Fantasy. Also das ist, ich sag ja, das ganze Video dreht sich nur um Final Fantasy. Ja, und wo ich so beim Steelbook gucken war, habe ich auch noch ein anderes Steelbook gefunden. Auch kein schlechtes Spiel. Ich habe es aber nur angespielt, ich damals nicht weiter. Und zwar Final Fantasy 12, The Zodiac Age. Hier, ich habe es auch ganz günstig erworben. Und auch das ist die Steelbook-Edition. Auch mit diesem Pappschuber, was vielleicht sogar ein bisschen zeitgemäßer heutzutage ist. Ich sehe gerade, hier ist der Code. Den will ich euch nicht zeigen. Hier drin ist die Disc und ja, ganz normal. Und hier ein wunderschönes Motiv hier vorne vom Steelbook. Finde ich richtig klasse. Und Final Fantasy 12, muss man dazu sagen, ist auch ein ja, Remaster, ein Upgrade, ein Remake. Denn im Original ist 12 schon auf der PlayStation 2 erschienen. Ja, hier seht ihr, das ist auch so ein abgedatete Sachen. Hier steht auch zum ersten Mal komplett neu aufgelegt in HD mit ganz neuen, verbesserten Grafikfeatures. Ja, denn das Spiel, Final Fantasy 12, das habe ich jetzt hier auch nochmal gleich in der PlayStation 2 Fassung, ist, ja, hier habe ich die PlayStation 2 Fassung. So sah das aus auf der PlayStation 2. Schön mit Handbuch, richtig schön dick. Und der Disc, das habe ich zusammen mit, noch mit einem anderen Final Fantasy für einen Zehner inklusive Versand bei Kleinanzeigen erworben. In einem Top-Traumzustand. Richtig klasse und auch neu. Und da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Und in dem Sinne, wo wir dann parallel sind und nicht widerstehen konnten, ich habe auch noch eine Final Fantasy 12 PlayStation 2 Promo. Auch hier nichts weiter als die Disc und mit Cover. Aber richtig toll. Das ist auch ein Schmuckstück in meiner Sammlung. Da ich ja die Promos wirklich sammle, auch durch meine Pressearbeit, wo ich ja gerne darüber schreibe, über diese Spiele. Und ihr seht ja, man sammelt eine Menge. Man hat Background-Feature und so weiter. Ja, und ja, ich mag eben halt das Besondere. Ihr seht, von Kitsch bis normal, bis abgedreht, bis Special Edition, alles ist irgendwo dabei. Und in dem Fall war das zweite Final Fantasy Spiel, was ich dort miterworben habe, Final Fantasy 10. Und ihr seht hier, Final Fantasy 10, auch hier hinten, richtig klasse. Und hier seht ihr mit Handbuch und einer Making-of-Disc, auch wie Traumzustand, auch wie neu. Ja, und hier könnt ihr auch gleich das Besondere sehen, warum ich sie haben wollte in meiner Sammlung. Denn, ja, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich das noch als Foto habe, blende ich das ein gleich. Ihr seht hier, nicht einzeln verkaufen oder nicht einzeln verkaufen unten stehen. Und hier steht auch nicht einzeln verkaufen. Ja, warum? Erst war ich ganz ein bisschen verwirrt, aber es gab eine PlayStation 2 Edition von Final Fantasy X, die besitzen wir auch, weil wir die damals für meine Schwester gekauft haben, für ihre PlayStation 2. Die PlayStation ist nicht besonders bedruckt, es war halt die Box. Und die haben wir noch im Keller. Ich hoffe, dass ich sie fotografiert habe, als ich vor kurzem mal dabei war. Denn dann blende ich dieses Bild jetzt gleich ein. Ansonsten, versuche ich ein anderes Bild zu finden. Aber es wäre schön, wenn ich meine Edition, auch wenn es ein Kellerbild ist. Ja, und ich wollte diese Edition mit dieser Version haben, weil wir die, glaube ich, nicht mehr haben. Aber egal. Auch richtig schönes Spiel. Ja, und in einem Traumzustand. Ja, wow. Was sagt ihr dazu, ne? Das ist schon Final Fantasy pur, fantasievoll, ja. So, dann habe ich noch für einen Zehner gekauft, bei Kleinanzeigen auch, günstig. Für die PSP ein Final Fantasy, auch wenn es mittlerweile für PlayStation 4 neu aufgelegt wurde. Aber das musste ich einfach haben. Dissidia, Final Fantasy.
und zwar in der limitierten Sammleredition. Irgendwie, ich sag ja, ich bin hängen geblieben, weil ich was gesucht habe und dann habe ich so viele Special Editions und das hat mich dann gereizt und wenn mich etwas reizt, dann vertiefe ich mich darin. Vom zweiten Teil, es gibt noch einen zweiten Dissidia, da hätte ich auch ganz gerne nochmal die Collectors Edition von PSP, auch wenn ich jetzt nicht spielen würde mehr auf der PSP, sondern auf der PlayStation 4, 5 entsprechend. Habe ich eben halt mir diese Sachen gekauft, weil ich liebe Special Editions. Hier seht ihr es, hier sind Postkarten. Ich werde euch auch nochmal ein Gesamtbild einblenden mit Banderole. Das ist noch erhalten gewesen. Worauf ich ja immer stehe, ist auch ein schönes Artbook. Auch hier so richtig schön eben halt. Darauf stehe ich eben halt so, weil ich mag diese Hintergrund-Background-Sachen. Hier haben wir eine kurze Lösungshilfe, sage ich mal, auch mit schönen Artworks-Motiven, die dabei war. So, was haben wir noch dabei? Ach ja, auch richtig cool, darauf stehe ich auch. Ich höre ja auch die Final Fantasy-Musik sehr gerne. Einmal eine kleine Musik-Selection in so einer Mini-Disc. Und logischerweise darf nicht fehlen das Spiel. Und auch hier beim Spiel hat das Handbuch dabei. Hat sogar übrigens ein Wendecover mit einem etwas anderen Motiv. Könnt ihr sehen. Ich werde es jetzt nicht weiter ausdrehen. Richtig cool. Und wie gesagt, für einen Zehner habe ich das dann gebraucht, mitgenommen. In einem traumhaften Zustand. Das Einzige, was nicht so traumhaft ist, war, dass hier mal Klebe. Die habe ich entfernt, aber dass sich das auch löst da. Weil diese alten geschlossenen Klebeecken, ich bin einer, der sie gerne abmacht, denn die laufen auch aus. Also da braucht nur die erzeugen dann auch drumherum, wo sie eben halt ihr Ende haben sozusagen, da läuft auch der Kleber von alleine aus durch die Zeit und das schmiert dann auch und deswegen wollte ich es abhaben, aber trotzdem sind sie so stabil, dass sie diese beklebte Pappe, aus dem der Schuber ist, natürlich kaputt machen. Ja, das sollte es fast schon gewesen sein. Jetzt habe ich noch zwei großartige Sachen zu zeigen zu Final Fantasy und dann haben wir auch dieses ganze Video abgeschlossen. Dann habt ihr meinen ganzen Pickup-Stuff zum Jubiläum und zum Erscheinen von Final Fantasy 7, ja, Rebirth miterlebt. Wie gesagt, die Collector's Edition und all das, was wir haben. Da gibt es noch ein extra Video, sobald ich sie auch habe, denn die wird wahrscheinlich erst an dem Tag ausgeliefert. Und ja, da freue ich mich natürlich auch sehr, denn jetzt kommen noch zwei Highlights. Mal eine Sache von mir, eine Sache von meinem Bruder und zwar zwei Figuren. Ja, zwei Final Fantasy 7 Remake-Figuren. Und zwar habe ich hier einmal die Static Arts, die Tifa. Ich hoffe, man kann sie erkennen, so in diesem schönen, eleganten Kleid, wie sie da zum Donnen gebracht wurde. Auch richtig cool. Hier kann man das auch sehr gut sehen. Richtig schick. So, lass ich hier stehen. Ja, die hatte mein Bruder sehr lange vorbestellt. Ist auch einmal kaputt angekommen, direkt von Square. Leider. Das haben die wahrscheinlich nicht gesehen. Da war oben die Schleife abgebrochen. Die lag ein bisschen daneben, also man hätte es sehen können, aber ja gut. Der Umtausch hat einfach frei funktioniert, hat nur zeitlich ein bisschen gedauert, weil es musste nach Frankreich zurückgeschickt werden und erst wenn es ankommt, wird auch neu losgeschickt. Es wurde aber schon reserviert, das war der Vorteil. Ja. Ja, das kann man so sagen. Und auch im Square Shop damals bestellt und da habe ich mir die Figur, ich habe auch schon tiefer schon eine andere Figur. Ich suche, wenn ich das Bild habe, ich blende es nochmal ein. Aber dazu wollte ich mir auch ganz gerne kaufen. Und weil ich auf den Mädels, irgendwie bei den Mädels immer hängen bleibe von Final Fantasy und so, habe ich mir auch Jessie gekauft in der schönen Figur. Die gibt es übrigens auch mal mit dem Motorrad von Cloud. Hier seht ihr das. Und richtig cool ist, man kann es hier so aufmachen. Und man kann sie so dioramenmäßig hinstellen. Ich hoffe, man sieht es. Ich habe sie nicht rausgenommen, weil ich gar keinen Platz momentan habe. Aber man kann Gesichter tauschen, Hände tauschen, ihnen was in die Hand geben wie eine Pistole. Richtig schick ist das. Ja. Und richtig schick ist auch all der ganze Stuff, der sich zu Final Fantasy jetzt in meine Sammlung hinzutut. Ja, was sagt ihr? Jetzt seid ihr dran. Liken, teilen, abonnieren und kommentieren, Leute. Was ist davon euer Highlight? Ich kann mich fast gar nicht festlegen, denn so viele Highlights. Zum einen finde ich die
Jesse-Figur, mega. Ich finde meine Promos absolut klasse. Ich hänge an den ganzen Sachen, sonst würde ich sie auch nicht gekauft haben. Ja, und das soll es jetzt gewesen sein. Wie gesagt, was ist euer Highlight? Das möchte ich gerne wissen. Und freut ihr euch auch schon auf Final Fantasy Rebirth? Habt ihr das Remake gespielt? Oder bevorzugt ihr das Original? Einfach mal schreiben. Und ja, das war's auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.